Hallihallo. So, ich möchte euch heute hier gleich bei einem kleinen Experiment mitnehmen, möchte ein paar Sachen ausprobieren. Wir behandeln hier das Thema Luftfeuchtigkeit, Trockenlagerung, jetzt im Speziellen bezüglich Filament natürlich, aber kann eventuell auch für andere Themengebiete, wo man Dinge mit einer reduzierten Luftfeuchtigkeit schlagern möchte, durchaus auch aussagekräftig sein, hoffe ich zumindest. Man weiß, das Experiment läuft live mit. Und ich weiß noch nicht, wie die Ergebnisse sein werden. Holen wir ein bisschen aus. Luftfeuchtigkeit ist nicht ganz unkompliziert, weil wir haben ja das Thema, dass es bei Luftfeuchtigkeit relative Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und die absolute Luftfeuchtigkeit letztendlich gibt. Das heißt, vereinfacht gesagt, versuche ich jetzt meine 5 Minuten Wikipedia-Wissen wiederzugeben. Luft kann mehr Wasser aufnehmen, je wärmer sie ist. Und weniger Wasser, je kälter sie ist. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel 22 Grad mit 57% Luftfeuchtigkeit, was für den Raum eher ein bisschen höher ist, das ist normalerweise 55 unter. Bei 22 Grad Temperatur, wenn wir jetzt die Temperatur senken würden, würde die Luftfeuchtigkeit bei gleichem Anteil steigen, weil die kältere Luft weniger Wasser aufnehmen kann. Wenn die Temperatur steigen würde, würde die Luftfeuchtigkeit, die Prozente, die hier angegeben würden, automatisch sinken. Soweit die Theorie. Also die Menge an Wasser spielt definitiv, die in der Luft sein kann, verändert sich, abhängig von der Temperatur. Und das halt auch nicht ganz, nicht linear. Also es ist etwas, da gibt es Tabellen dazu, ist auch egal. Genug davon. Also so viel zu den Basics. Die Fragen, die ich eigentlich in diesem Experiment primär beantworten will. Ich habe gesehen, dass viele Leute die Täschchen, die mit den Paketen kommen, das hier kommt aus der Spule, sofort einvakuumiert, dass sie es fürs Experiment benutzen kann, dass sie die wiederverwenden. Und da wollte ich einfach mal sehen, ist das eine gute Idee oder eine schlechte? Da habe ich hier zum Beispiel ein wiederbenutzbares, wenn wir die mal nebeneinander vergleichen, gucken, welches da besser funktioniert oder wie viel Kapazität das hier noch hat, wenn es schon mal im Einsatz war. Das ist ja primär die Frage. Habe ich hier oben, habe ich hier zwei aus Bambulab-Spulen direkt sofort rein in die Kiste gemacht. Wir haben natürlich eine große Kiste, das heißt viel Volumen und zwar 55% Luftfeuchtigkeit, wo ich es reingepackt habe. Jetzt ist es runter auf 45, also war definitiv noch was über. Und so eine Frage, die in dem Zusammenhang für mich gekommen ist, ist auch, können wir vielleicht auf diesem Weg testen oder eine Idee bekommen, ob unsere Spule, die hier gekommen bin, ist, feucht ist oder nicht. Also wenn wir jetzt einen guten Lieferanten haben, der immer konstante Qualität liefert, braucht man es nicht. Aber wenn man vielleicht hin wieder mal ein neues ausprobiert, wäre natürlich Best Practice, vielleicht das Ding vorher zu trocknen. Aber die Zeit hat ja keiner. Das heißt, man hat vielleicht einen Trockner für viele Spulen. Das heißt, wie kann ich das denn ermitteln? Sind vielleicht diese Beutelchen ein Hinweis darauf? Ne? Können wir das vielleicht daran messen? Und so allgemein, welche Speichermöglichkeiten funktionieren denn gut? Ich denk rein theoretisch, da wir vorher gesagt haben, die Menge an Wasser hängt natürlich primär an der Temperatur, aber natürlich auch an der Menge der Luft. Ich denke, vakuumieren ist insofern wahrscheinlich eine relativ gute Idee, weil wir im Vakuum natürlich, oder es ist kein perfektes Vakuum, aber hier ist natürlich sehr wenig Luft drin. Das heißt, fast egal, wie feucht die Luft war, als ich es eingepackt habe, wird jetzt sehr wenig Wasser hier drinnen sein und dementsprechend wenig Möglichkeit, dass das noch Wasser aus der Luft in mein Filament oder was auch immer ich damit lagere, wandert. Außerdem habe ich natürlich beim Vakuum den Vorteil, dass ich, wenn jetzt der Beutel beschädigt wird oder hier langsam Luft reinkommt, hoffentlich hält er ja ein paar Jahre, aber irgendwann gehört das Vakuum raus und man kann das dann optisch sehr gut erkennen, dass der kein Vakuum mehr hat. Das wäre dann vielleicht bei einem, vor allem bei einem feuchtigkeitsempfindlichen Filament, so der Moment, oh, ich muss mal das angucken, muss mal den Beutel tauschen oder muss vielleicht das Filament jetzt wirklich trocknen, wenn ich das über längere Zeit nicht bemerkt habe. Aber das heißt, ich habe da optischen Hinweis. Ich habe ja hier auch diese Hydrometer. Ich mag da ganz gerne welche mit AAA-Batterien. Einfach da, ich hasse Knopfzellen, ich weiß nicht. Und ich mag gern Akkus. Deswegen hier. Sieht man fest an, dann geht die Luftfeuchtigkeit hoch. Wahrscheinlich auch von der ganzen warmen Luft, die ich hier quatsche. Wir sind noch nicht beim Experimentierteil angekommen. Also hier sehen wir zwei Pouches aus
frisch ausgepackten Bambulab-Spulen hat die Luftfeuchtigkeit um ungefähr 10% gesenkt. Also scheint da noch eine Restkapazität über gewesen zu sein. Im Vergleich dazu habe ich hier zum Beispiel dieses Täschchen bei Action gekauft. Ich glaube, knapp 4 Euro. Und man sieht es jetzt hier ganz, ganz, ganz schlecht. Da sind wir jetzt auf 17% runter. Bevor ich es nochmal aufgemacht habe, um die Spulen reinzupacken, um zu sehen, wie die Spulen reinpassen, war es auf 15%. Also da bin ich jetzt auch nicht sicher. Hat vielleicht die Temperatur verändert. Hat vielleicht der Beutel schon 2% seiner Fähigkeit verloren. Da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher in dem Fall, aber das war das Vergleich. Da war ich ziemlich schockiert, als ich das gesehen habe, dass das so weit nach unten gegangen ist. Aber ja, werden wir gleich mal umbauen, den Versuchsaufbau, und gucken, wie sich die anderen Dinge bewähren. Also ja, eine kleine Anmerkung, bevor wir anfangen. Ich habe das gleiche Experiment hier oben auch mit diesen Elegoo-Spulen, wo ich nicht ganz so glücklich war, am Anfang gemacht. Allerdings war da zu viel Zeit dazwischen. Also da habe ich die Pouch jetzt auch in diese Kiste reingeworfen. Und es hat überhaupt nichts geändert, aber da war ein längerer Zeitraum dazwischen, weswegen ich daraus keine Aussage treffen kann, meines Erachtens. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass Pappspulen vielleicht auch eher ein bisschen mehr Feuchtigkeit aufnehmen könnten oder sowas. Ist durchaus vorstellbar, aber nur weil das Video eh noch nicht lang genug ist, kleine Ergänzung. So, ich habe jetzt hier stundenlang die Hydrometer beobachtet und das rechte weicht ein bisschen weiter ab, deswegen habe ich jetzt die beiden linken für die Silica-Pouches hier benutzt. Das hier ist jetzt die schon mal benutzte, die von Bamboo kam. Und dann habe ich hier diese Fonday seit 2007, die dann auch farblich kennzeichnen sollten, solange sie orange sind. Sind sie benutzbar, und wenn sie dunkel werden, dann müsste man die refreshen. Ja, ich war da ziemlich schockiert, wie viel man hier schon sieht. Das haben wir mal extra verpackt. Dass man noch Chance hat, sich auf dem Video einen Finger zu säbeln, aber bisher ist mir das in meiner Karriere noch erspart geblieben. Also ich war jetzt müsste gleich mal drauf gucken, wie das Gerät ausschlägt. Das ist wirklich, ja, schockiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein deutlich merkbarer Unterschied. Ich habe die Messgeräte auf die Pouches draufgelegt, dass da einfach auch quasi der Luftraum nicht so weit abweicht. Wir werden das Ganze aber jetzt dann ein paar Stunden beobachten müssen, bevor wir da voreilige Schlüsse ziehen. Ja, ich denke, die Geräte sollten eigentlich passen. Ist wahrscheinlich alles innerhalb der Toleranz. Da bräuchten wir jetzt wahrscheinlich eher 5 als 3, um das ein bisschen besser zu vergleichen. Aber vielleicht wäre ich dann noch verwirrter. Dann schauen wir mal, was da jetzt nach ein paar Stunden rauskommt, wenn die durch sind. Aber ihr seht ja, hier geht es gleich runter. Da auch. Da und da halt noch nicht so sehr. So, Stunden später zeigen sich die Ergebnisse. Ich muss jetzt alles hier per VoiceOver machen, da der Drucker so laut ist. Also wir sehen die beiden, sowohl die Silica als auch dieses Action Pack haben beide die Tüten auf 15% runtergebracht. Und die benutzte wieder auf 45%, was natürlich ein bisschen zu viel ist, weil wir ja eigentlich PLA mit maximal 40% Luftfeuchtigkeit lagern wollen. So ein Gedanke, der mir da noch gekommen ist zum Thema Spulen, ist natürlich, zum einen haben wir in der Mitte natürlich durch den Kern einen relativ großen Raum, wo wir die Luft natürlich nicht vollständig rauskriegen. Und das andere ist, dass ja die wahrscheinlich auch noch eine gewisse Restfeuchte bei der Herstellung vorhanden ist und diese dann von den Pouches eigentlich aufgenommen wird, zum Teil. Ich habe dann hier mal was vorbereitet nebenbei. Ich habe hier einfach das Papiertütchen habe ich einfach mal oben drauf liegen lassen, das waren die von vorhin, und dann habe ich das andere auf eine feuchtere Küchenrolle gelegt, und das ist jetzt wirklich ziemlich nass. Auch deutlich merkbar schwerer. Könnte natürlich das Gewicht auch eventuell benutzen, um zu versuchen, den Zustand zu evaluieren. Aber ich denke, da ist wahrscheinlich die Genauigkeit letztendlich bei der Herstellung nicht groß genug. Ich vermute nicht, dass die jetzt da mit einer geeichten Waage da 10 oder 11 Gramm abmessen, und es steht auch nicht auf allen Pouches drauf, wie viel eigentlich drin sein sollte. Ich meine, jetzt hier die eine hat 11, die Papier, und die andere hat, glaube ich, gar keine Angabe drauf gehabt. Ich packe jetzt hier einfach mal die
die jetzt einfach offen rumlag, hier rein. Hier ist die braune. Das hätte so 2, 3 Stunden hier bei ungefähr 55% Luftfeuchtigkeit herumgelegen. Dann habe ich die Tropfnasse, die weiße. Die packen wir auch mal ein, einfach zu gucken, was da für ein Wert rauskommt. Und dann werde ich dann nochmal dem Silikagel hier, was ich gekauft habe, was vielleicht preislich ein bisschen teuer ist. Das Gute von Day. Dem gebe ich auch nochmal eine Chance und werfe da mal 2 in die Kiste. Da hatten wir mit 2 gebrauchten Pouches waren wir da auf auch 45% gekommen. Nehme ich nochmal die IKEA 365 Kiste, werfe die beiden da rein. Tape mal das Hygrometer da an die Wand, dass man es besser sehen kann. Und dann schauen wir einfach, was da rauskommt. Die Sondays haben hier gute Arbeit geleistet, auch 15%. Ich frage mich wirklich, ist das vielleicht das untere Limit, was man mit der Form von Trocknung erreichen kann? Oder sind die Messgeräte so? Weil ich jetzt 3 verschiedene Tests, dreimal das gleiche Resultat. Da zeichnet sich irgendwas ab oder die Messgeräte sind genauso falsch. Hier das, was längere Zeit offen rumlag, kommt noch auf 49%. Das ist dann für PLA-Lagerung eher schlecht. Und unser etwas feuchteres 92%. Also jenseits von Gut und Böse, aber das ist auch wirklich sogar auch merklich schwerer insgesamt. Ja, das ist der Part. Ich will jetzt noch den einzig wirklich relevanten Test machen und ich packe jetzt mal 2 Spulen aus und dann packe ich eine mit so einem Silikonpäckchen ein, Silikapäckchen, eine ohne und pack nochmal die beiden gebrauchten Päckchen in die Tüte, weil ich 3 Hydrometer habe, da muss ich die alle benutzen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was da rauskommt. So, die Taschen haben über Nacht geruht. Diese hat schon Containment verloren. Ich habe übrigens heute Nacht das schon bemerkt, vom Bett ins Bett gehen und ist bei 47%, wie auch die Pouches hier aus dem Paket, was man irgendwie auch erwarten hätte können. Und die sind bei 44%. Ich würde so von den Zahlen sagen, also mein ist zwar hier, kommt zwar Luft rein, aber es ist noch nicht katastrophal. Ist die eine Sache. Die andere ist, ich würde sagen, wenn wir 30 Gramm 3 Pouches reinmachen,
würde ich davon ausgehen, dass das reicht, um unter 40% zu kommen. Das probieren wir noch aus und dann ist das Video echt zu lang und machen wir noch eine kurze Konklusion von dem Ganzen. Und ich habe auch noch ein Bonusding nebenbei, aber das zeigen wir dann im nächsten Abschnitt. So, ich bin jetzt eigentlich schon seit über einem Tag am Struggeln, wie ich das Video fertig kriege, weil meine pseudowissenschaftliche Methodik hier nicht das Ergebnis bringt, was ich gerne sehen wollte. Drei Pouches, mehr Luftfeuchtigkeit, wie auch immer, ist weißes Filament jetzt feuchter als schwarzes? Wer weiß es schon. Ja, also kein wirklich durchgehendes Ergebnis. Ich denke, das Versagen der vorigen Tüte war wahrscheinlich, dass ich hier die Sous-Vide-Linie nicht vernünftig beachtet habe und dieses Ziel, dieses Ventil hier einfach zu nah am Rand dran war. Ne? Schätze mal, muss die Tüte nochmal probieren, aber das dazu. Die Kernfrage war ja eigentlich: Ist das Wiederverwenden von benutzten Silica-Pouches eine gute Idee? Und ich denke, die Frage können wir relativ deutlich mit Nein beantworten. Es sei denn, man hat eine zuverlässige und sichere Methode, die zu trocknen. Und das ist ja eigentlich dann der Clou bei den viel, viel teureren Orangenen, dass die dann ihre Farbe verändern. Die werden dann dunkel, wenn sie zu feucht werden. Und dann weiß man, jetzt kann man sie regenerieren, weil wenn man das Regenerieren probieren würde, während sie noch trocken sind, dann würden sie unter Umständen schmelzen oder Haus in Flammen aufgehen, was auch immer. Das hat das Problem bei den Einwegpäckchen. Rein finanziell betrachtet sind die einmal benutzbaren Päckchen so billig, dass es wahrscheinlich finanziell gesehen nicht so viel Sinn macht, wiederverwendbares zu benutzen. Das müsste man wirklich mal durchrechnen, aber ich bin dann da auch so unnötigen Müll, will ich dann doch ein bisschen vermeiden und eventuell langfristig spart man natürlich vielleicht mit wiederverwendbarem, theoretisch unendlich oft wiederverwendbarem Zeug auch dann wieder Geld irgendwann in der höheren Eingangsinvestition. Also das dazu. Ich denke, insgesamt haben wir natürlich das Thema, dass wenn wir das in irgendeiner Form Vakuum verpacken, das Luftvolumen, was wir drin haben, so gering ist, dass sogar wenn die Luft relativ feucht ist, das jetzt eigentlich dem Filament nicht schaden sollte. Zumindest meine persönliche, völlig unsubstanzierte Meinung. Also Vakuum verpacken ist, denke ich, grundsätzlich keine schlechte Idee. Wer sein Filament liebt, der trocknet, ist, denke ich, grundsätzlich auch keine schlechte Idee. Da werde ich vielleicht auch nochmal eigene Experimente machen, einfach um das ein bisschen für mich zumindest ins Licht zu rücken. Ich denke, da muss man aber auch immer sehr auf seine individuellen örtlichen Gegebenheiten schauen. Wir haben hier ungefähr 55% Luftfeuchtigkeit in meiner Man Cave. Das scheint okay zu sein. Wenn man jetzt an einem besonders feuchten Ort wohnt, hat man wahrscheinlich deutlich mehr Probleme. Andersrum, wenn man jetzt irgendwo wohnt, wo es besonders trocken ist, hat man wahrscheinlich deutlich weniger Probleme. Ne? Also in Deutschland sind die Unterschiede ja in der Regel nicht so groß, aber wenn man jetzt zum Beispiel amerikanische YouTuber anschaut, da wird jemand aus Arizona sehr andere Ergebnisse haben als jemand, der tief in Texas, Florida oder Louisiana wohnt, ne? Wo man ständig fast subtropische Feuchtigkeits- und Temperaturlevel hat. Ne? Das ist, denke ich, so ein Punkt, den man auch immer mit beachten sollte. Ne? Das ist vielleicht auch der Punkt, warum man so viele verschiedene Dinge hört. Ne? Ja, ich habe das ja unter meinen vorigen Videos in den Kommentaren von ich trockne alles so wie sofort, wenn es kommt, bis ich muss noch nie was trocknen, es funktioniert immer alles so wie es ist. Habe ich ja jetzt alles gehört, eigentlich mehr oder minder. Auch relativ wenig dazwischen, muss ich sagen. Also das heißt, da muss natürlich zum gewissen Maß auch jeder seine eigenen Erfahrungen machen. So mit das Video vollkommen unnötig. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich so viel Zeit hier verschwendet habe. In der ganzen Zwischenzeit habe ich sogar mein erstes eigenes CAD-Design gemacht. Einen wunderbaren Staubsaugeradapter. Das sind die Fehlschläge. Naja. Ah, ja. Eigenes Videothema. Ist eh schon zu lang. Ich übertreibe es nicht. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt das in die Kommentare. Ich meine, der eine wirkliche Vorteil so einem kleinen, unbedeutenden YouTuber zuzugucken, ist ja, dass wir ja auf die Kommentare auch meistens noch antworten können und es auch tun. Muss ich ja mal hervorheben. Okay, bis zum nächsten Mal.
Würde mich freuen. Bis dann. Ciao, ciao.